Ja, wir wurden gegen ca. 23.30 Uhr hier an den Stollenplatz alarmiert. Dort haben Anrufer einen Brand im Obergeschoss gemeldet und auch, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, dass die Rettungswege verraucht sind. Beim Eintreffen hat sich die Lage so dargestellt, wie die Anrufer es auch mitgeteilt haben. Die Erkundung im Treppenraum ergab, dass noch kein Rauch im Treppenraum eingedrungen ist. Allerdings war der Rauchwarnmelder wahrnehmbar und die Person, die uns erwartet hat, hat auch berichtet, dass noch Hilfeschreie aus der Wohnung wahrzunehmen waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten wir die Rufe nicht mehr hören, aber deutlich auch den Brandgeruch in der Wohnung wahrnehmen. Ja, wir sind dann über den Treppenraum zur Menschenrettung und Brandbekämpfung mit drei Trupps vorgegangen, ausgerüstet mit schwerem Atemschutzgerät. Wir haben dann mit einem Rauchvorhang den Treppenraum gesichert, dass wir beim Eindringen in die Brandwohnung den Rettungsweg für die übrigen Bewohner nicht verrauchen und konnten dann innerhalb kürzester Zeit die Person schwerst brandverletzt vorfinden. Ja, die Besonderheiten waren eben halt, dass wir Paralleleinsatz hatten und eigentlich mit der Reservebesatzung erst einmal hierher gefahren sind und die Leitstelle von dem laufenden Einsatz Kräfte abziehen konnte, die uns hier schnell unterstützen. Darüber hinaus war die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt aufgrund der Meldung auch sofort mit alarmiert und war innerhalb kürzester Zeit auch an der Einsatzstelle, sodass wir diese drei Trupps auch unmittelbar zur Verfügung hatten. Also die Anrufer haben gemeldet, dass sie auf den Brand aufmerksam geworden sind aufgrund des Rauchwarnmelders und konnten so, bevor das Feuer auf andere Wohnungen übergreift, auch die Feuerwehr alarmieren. Wir haben also grundsätzlich solche Einsätze und Menschenrettung nicht sehr häufig. Dann auch noch in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache ist natürlich eine Besonderheit, die uns natürlich auch ein bisschen den Zeitvorteil nimmt, den wir vielleicht manchmal noch brauchen, um uns auf der Anfahrt dann einsatztaktisch zu sortieren. Aber das hat gut geklappt. Ja, Rauchmelder sind nicht nur sinnvoll, also sind hochsinnvoll und haben sicherlich schon viele Menschenleben gerettet, hoffentlich auch dieses heute, und sind daneben auch Pflicht in allen Räumen, denen bestimmungsgemäß Personen schlafen.